Breakthrough Reversion! Märchen Cotton Overkill 100%! Woohoo. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren krass brutal konkrete Folge von Die Victory Road Versus! So, und heute. Zu sprechen ist schon seit den 90ern nicht mehr cool. Ich weiß. Heute spielen wir Märchen Adventure Cotton 100% von Dayton Polyester. Oh ne, von Polystar. Ja. Wir haben das ganze Spiel bekommen, 100%. Das ist eine 1 und 2. Naja, egal. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Kann sein, dass ich euch nicht mehr höre, weil ich habe den Ton leiser gemacht. Mir geht die Melodien ziemlich auf den Keks. Kein Problem. So, 30 Minuten wie immer. Dommer hat nur 29, der fängt nämlich eine Minute später an als wir. Da haben wir uns gerade ganz diplomatisch drauf geeinigt. Fängt das gleich an, wenn ich starte. So, und 3, 2, 1, go. Let's go! Okay, Options. Oh, was ist besser? Was ist so, jetzt muss ich mir hier noch was aussuchen. Twinkle Fire Star, Dragon. Bubble Thunder, Fire Dragon, okay. 12, oh, Story. 13. Scheiß auf die Story. Oh, keine Zeit für Story. Story ist für Bussies. Oh, bam! 18, oh. 19, okay, das ist besser. 20, 21, 22, 23, 24. Dommel, kannst du bitte aufhören zu zählen? 30. Tot. Nein! Tot! Ach, scheiße, da bin ich ja wieder. Tot. Kann man die Fee? 40. Ich hab keine Ahnung, das ist alles so bunt! Oh! Das ist Schmaps sind doch nie bunt! Ich find's interessant, dass man alle seine Fähigkeiten von Anfang an hat. Und nicht die erst über Collectibles freischalten. Ey, es macht mich gerade echt fertig, dass ich. Sag mal, ist das nicht eigentlich die eine aus Kikis Lieferservice? Domme, du darfst, Start. Ja, ich weiß, ich hab mitgezählt. Nee, ich bin meine eigene Uhr. Vollgas. Kannst du es wagen? Boss. Okay, ist das hier schon der Boss? Boss! So, ich gewinne das jetzt. Oh, scheiße. Aber noch hinten schießen? Also, ich hab eine Fee. Ich glaube nicht. Ich bin Captain Mario. Aber man kann seine Feen. Ja, man kann die Feen vor Position ändern. Feenposition. Okay, der war ja einfach. Yee! Boom. Okay. Die Musik ist todesätzend. Ich bin gestorben, der Boss ist gestorben, alle sind froh, wir gehen weiter. Also der Boss ist tot. So. Aber ich lebe noch. Das Spiel ist viel zu fröhlich. Ich spiele auf Mania. Ich habe zwei Feen. So langweilig auch. Gerade. Abuhuhu. Hol doch. Alle haben zwei Feen. Außer Loser haben zwei. Feen. Nein! Immer weißt fuck. Du, es kommt. Ach! Ich glaube, ja, ich bin. Oh. Ja, continue. Da hat mich die Slug getroffen. Die Slug. Da hat mich der Laser getroffen. Oh, ist das was ekelhaft. Ist die Slug? Boah, es ist, Slug, ist total schwer alles zu sehen. Die Laser Slug, die hat mich getroffen. I have no fucking idea what you're talking about, Kate. So, ich bin auch beim ersten Boss. Oh, da war gerade jemand, der sah aus ein bisschen wie Snufki. Und ich hab ihn getötet. Das ist das Einzige, was ich gerade dran auszusetzen hätte, dass es ruhig ein bisschen schneller sein könnte, finde ich. Ey, ich hab doch volle gesagt, wir spielen auf Main, ja, ihr wolltet alle nicht. Nee, das ist voll mein Level gerade. Ich hab den ersten Boss besiegt. Ey, mit dem Spiel kannst du kleine Kinder betäuben. Betäuben? Ja, wenn du es ihnen auf den Kopf knallst, natürlich. Warte, es gibt Erfahrungspunkte? Ja. What the fuck? Ey, ich mag. Also ich bin schon Level 99. Irgendwie siehst du nicht, was im Hintergrund ist und was nicht. Ich hab die ganze Zeit Was zur Hölle? Wenigstens ist es ein Spiel, wo du nicht stirbst, wenn du auf den Boden knallst. Das finde ich schon mal sehr gut. Oh, jetzt hat Boss mich kommt. Irgendwas erwischt. Okay, zweiter Boss. Nee! Der ein riesiger Pumpkin ist. Interessant. Das nennt man Kürbis im Deutschen. Okay, Boss. Ja. Ich find's echt ein bisschen nervig, dass man nicht nach hinten schießen kann. Wenn schon die Bosse meinen. Ja, das nervt ziemlich, ne? Ja, vor allem, wenn die Bosse schon meinen, hinter einen gehen zu müssen, dann sollte man auch wenigstens nach hinten schießen können. Wow! Ja, dann krass! Muss halt flexibel sein. Muss ich nicht. Oh, fuck. Das war's. Continue. Yes. Hä? Wieso bist du schon so oft gestorben? Keine Ahnung. Ah! Aber man kann einfach Continue drücken, das ist natürlich gut. Man hat aber 3 Credits. Ja. Ist schon tot gewesen, oder? Nee, aber ich hab's zum Schluss schon zweiter Boss besiegt. Wir haben ja auch die Credits eingestellt. Nee, Credits sind von Anfang an. Ja, nee, aber ich hab ja extra noch 500 Mal. Oh, Mann. Die Kürbis-Attacke. Tea Time! What? What? Ich bin jetzt auch beim zweiten Boss. Was ist. Wie? Was? Wieso sammle ich jetzt. Was? Was ist das für ein Zeug? Wieso fällt hier. Ist es Geld? Sternschnuppen. Ernsthaft? Die Powerful-Attacke sind Sternschnuppen?
Oh Gott. Ich glaube, hier fällt gerade Geld vom Himmel. Ich bin mir nicht sicher. Freu dich. Bonus Score. Magic Bonus. Attack Bonus. Dick Bonus. Was? Ja. Yeah. Der Dick Bonus. Alter, wieso stirbt der Typ nicht? Zweites Level. Shit. Da ist eine Wolke, die unglaublich hässlich ist. So, zweiter Boss tot. Was? Ja, bei der zweite. Auch. Die Bosse sind. Der hat aber nicht einen Tod, außer bei mir. Muss aber. Will nicht. Mittlerweile muss ich leider Ben zustimmen. Das Spiel ist doch ein bisschen zu einfach. Tea Time. Nein. Ja. Doch. Ah, Ben hat auch. Wenn der Boss nicht bei mir tot ist, ist es nicht zu einfach. Doch. Warum stirbt er nicht? Der zweite Boss, der braucht ein bisschen. Der hält mehr aus. Der erste Boss ist einfach nur ein Tea Time! Boss ist tot, das Spiel ist viel zu einfach. Normalerweise schaffe ich ja nicht mehr den ersten. Kann ich die Tea Time nicht abbrechen? Die kommt mir gerade gar nicht. Ich hab den Tee, ich hab den Tee, ich hab den Tee, 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 Tee. Hol den ganzen Tee. Flo, Flo, Flo. Stimmt, das ist ja. Ah, fuck, das sind Teetassen. Ich Idiot. Es steht doch vorher sogar da, oder? Ja, Tea Time, aber ich hab's nicht gerafft. Das sah aus wie Geldscheine für mich. Oh, da hat sie irgendwas Seltsames gefunden. Pädagogisch wertvolle. Was hat mir das jetzt gebracht eigentlich? Ja cool. Keine Ahnung, Geld. Oh, so, dritter Boss. Ist eine hässliche Pflanze. Ja, ist mir egal. Das ist wieder so ein Spiel, wo wahrscheinlich einfach der. Was ist denn das? Ihr könnt doch nicht einfach. Sich einen Vorteil. Ihr seid ja schon weiter als ich. Vielleicht ihr wart doch schon beim zweiten nachdenken. Boss vor mir. Das ist wieder so eine Sache, wo einfach die Person, die am schnellsten ist, am besten ist, weil. Es hängt halt davon ab, wie gut man mit den Bossen klarkommt. Ja. Und ich finde, also der erste Boss im zweiten Level ist lächerlich. Der, also, wenn der euch trifft, selber schuld. Oh, hier ist aber jetzt viel los. Das geht. Aber die Luzi, ne? Also noch fühlt sich nicht auf Bacardi. Oh Gott. Es ist eine Blume. Ja, allerdings. Das stimmt. Wieso fliegen Messer auf mich zu? Ist ja schon so ein bisschen brutal hier. Das habe ich mich in der Grundschule auch immer gefragt. Ein klassischer Ben. Ich glaube, wir kommen hier in dunkle Gefilde wieder. Oh, da sind die Wespen. Oh, die Wespen haben mich getroffen. Was? So eine ernsthaft? Du wurdest von dem Boss getroffen? Ja, der Boss ist tot. Der Boss ist so lächerlich. Einfach alle Gegner gestorben. Vielleicht hast du die Bombe eingesetzt. Ist aber auch teilweise. Nee, also, ich finde vielleicht hast du es ja doch gemacht. Oh, der hat mich sogar gekillt. Oh, Wespen. Pussy. Die Wespen, ich finde die... Kommen bestimmt auch noch Spinnen, Pussy. Wie ich das kenne hier. Das. Pussy. Du musst die gar... Nee, ich sag nicht. Ah, shit. Ah, ey, komm mal, das ist echt eine Menge, was hier los ist. Ich muss mal hier so... Da ist für jeden was dabei. Groß und klein. Ach stimmt, da ist noch eine Option. Aha. Ach, da unten? Ich muss auf den Samen, auf den Seed muss ich... Nein! Steuern. Fucking... Boss besiegt. Sperrhurensöhne. Wenn das sogar bei ihm so schnell ging, dann muss das ja einfach gewesen Iglo. Sein. Iglo! Wann passiert eigentlich mal was mit unserem Boss? Wie lange dauert die Scheiße noch? Letzter Boss des zweiten Levels ist ein... russischer Schneemann. Yeah. Ey, wir hätten locker auf. Er ist Pole, ist fast das gleiche, weißt du? Wow. Wow. Yes, please continue. Oh yeah, please continue. Mm. Ey, hier fliegt echt eine Menge. Ich hab einen zweiten Fehl gefangen. So Spiele dürfen wir nicht spielen. Oh, kommt jetzt der Ice King? Tot. Weiter geht's. Ice King? Also man kommt in den Eispalast. Tea Time! Motherfucker! Oh Mann, wie fies. Mann, wie fies! Game over! Ja. Was ist das denn für ein Wichser? Ey, Platz 3 bin ich nur. So. Oh Gott, ich muss immer komplett von vorne anfangen. Hast du alle deine Credits? Ich weiß nie verfickte Scheiße nochmal, wo ich gegenfliegen kann und wo, was ich ausweichen nicht muss. Gegen die Gegner. Alles andere ist egal. Du kannst gegen den Boden, du kannst gegen die Wände fliegen. Boss, das ist kaputt. Ja, bei mir auch. Warum bist du wieder Level 1? Weil ich gerade Game Over gegangen Alter. Bin. Alter. The fick. Ah. Ich habe gesagt, ich bin nicht gut in so Spielen. Oh, da ist... Ich kann mit diesen komischen Kristallen, die man gewinnt, jonglieren, aber ich bin schlecht in diesen Spielen. Dann musst du nächstes Mal ein Jonglierspiel ausprobieren. Das ist wieder echt einfach, glaube ich. Super Jongliermeister. Hier, Mr. Game Watch. Oh, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Super Jongler. Mr. Game Watch. Highscore-Jäger. Ah, fuck, die Kura hat mich getroffen. Scheiße. Ich meine, was?
Das ist echt. Ja, so langsam, also drittes Level zieht an. Ich hab so ein bisschen. Ihr seid so still, ich nehme an, ich hab euren Anruf verloren. Manchmal lassen die halt die Kristalle fallen, aber das wär's, ne? Es gibt einige Gegner, die Feen mit sich führen. Wenn du die Feen befreist, hast du halt eine weitere Option. Ja, das hab ich schon mitbekommen. Aber ansonsten. So, nächster Boss. Erster Boss, drittes Level. Ah, das ist tot! Noch 20 Minuten. Ja, wir kommen zur langweiligsten what Folge. What the fuck? Was zum. Was bist du denn? Ja, das dachte ich mir. Das sind die Bomben, okay. Ah, fuck, meine Nase juckt. Nein! Nein! Ach, nein, shit. Nase, tu das nicht! Ah! Gib mir eine Fee, du Ficker. Fee, du Ficker, Fick. Gott sei Dank. Oh, ein Riesending. Ich bin unsterblich gerade gewesen. Glaube ich. Und ich bin gerade aus dem Skype-Call rausgeflogen. Oh. Wir alle. Scheiße. So, ich bin, glaube ich, gerade aus der Skype-Unterhaltung rausgeflogen. Das ist gerade sehr unpraktisch. Ja, jetzt höre ich Bartosch wieder, aber ich glaube, er hört uns nicht. Ich höre kein nichts. Ich versuche das gleich irgendwie fortzusetzen. Ich hoffe, das klappt. Aber ich höre, wie du Bartosch insofern hört ihr jetzt die anderen Jungs labern. Hallo? Ah, jetzt ist alles nein, wieder, bin wieder da. Cool. Oh, ich dachte gerade, ich bin rausgeflogen. Ach so, die anderen sind auch nicht. Lust haben, was du lieb. Ich habe jetzt weitergespielt. Ja, ja, ich auch. Einfach weiterzocken. Hat ja keinen Sinn. Also ich habe halt den Anruf. Wie viele coole Sachen fallen als vorhin. Okay. Aber ansonsten... Happens, ne? Happens. Technik ist halt manchmal fiese. Ja, das ist ja okay. Die anderen sind jetzt halt weg. Ja, ich hoffe, so die kommen dann wieder zu. Ach, die hören es immer noch nicht? Werde ich es halt bei 30 Minuten beenden und dann werde ich halt selber schauen, wer wie weit ist. Ich werde jetzt aber schlecht. Oha, jetzt wird's aber erotisch. Solange du ihn hörst, ist alles okay. Maybe ja, ich höre bei, oder was? Kannst du mir nee, sagen, keine Ahnung, da war eben ein halb nacktes Mädchen. Ja, das sind die Söcke bei. Die sind scheiße. Also jetzt reden die gerade über halbnackte Mädchen. Von denen nerven. Oh, nee, dann halt. Nee, oha. Dann kann ich wissen. Mehr Geschichten aus der Grundschule. Oh, nicht schon wieder dieser. Ein fliegender Löwe. Oh, du bist ein. Au, du bist ein Manticore. Wie niedlich. Manticore. Ich kommentiere einfach alles, was die sagen. Ich find's, Flo kann ich find's gar echt machen. Cool. Ich raff und zwar nicht, was das mit den ganzen was? XP und so weiter auf sich hat. Ich hab grad den, also das den, verstehe ich den überhaupt Pumpkin nicht. Wow, war das asozial. Wie hast du das denn gemacht? Aber darüber hinaus? Nee, ich find's echt ganz krass, cool. Dann haben die wohl alle Schwachstellen, ne? Das wird auch scheiße sein zu schneiden, weil ich keine Ahnung habe, was die anderen labern. Das wird so scheiße sein, für ihn zu schneiden. Aber wir können uns ja jetzt hier nichts erlauben. Weil wir nicht auf die Scheiße antworten, die sie sagen. Ich habe das Spiel extra minimiert, um die anderen wieder anzuhören. Ah, fuck. Ich habe einfach weitergezockt. Ist hier nichts mit minimieren, scheiße. Ich habe einfach das Spiel minimiert, um die anderen euch anzurufen. So krass war ich. Und wahrscheinlich wird mir das Sieg kosten. Die Möglichkeit besteht immer, ne? So, letzter Boss. Die rallern gar nicht, dass ich die noch hören kann. Aber ich bin der Grüne. Der das ist ein, weil ich bin ja auch stumm. Das ist ein Drache? Krass. Boah, Level 3 geht richtig ab irgendwie. Der Pilz ist ja echt hässlich. Wow, fuck. Der Pilz? Ah, das fiel mir den Armen. Ich glaube, so weit komme ich auch gar nicht. Ja, das ist irgendwie nervig. Ich hab keine Ahnung, was ich davon halten soll. Das heißt im Prinzip, wir können jetzt eigentlich machen, was wir wollen. Ja, mache ich das schon die ganze Zeit. Ja, stimmt. Das ist schön, jetzt halten sie die Fresse, damit wir reden können. Endlich. Also, sie haben nicht gesagt, dass sie jetzt für uns die Fresse halten. Oh, okay, jetzt bewegt er sich, what the fuck? Ja, weißt du, was du meinst. Oh, da ist also ein Stein, ich muss sagen, der Boss vom dritten Level ist auf jeden Fall interessanter als die anderen Bosse. Ach nee, ich bin Game Over. Nein, ah, fuck, hat er mich erwischt. Wieder Game Over. Game Over. Continue. Nee, ich bin nicht Game Over, ich hatte noch nee, Continue. Ich bin Game Over. Wieso sterbt ihr alle so viel? Ich verstehe es eigentlich nicht. Das ist wesentlich einfacher. Ich weiß ja gar nicht, wir wissen ja nicht, ob die anderen auch so viel sterben. Also, hier, ich glaube, der Flo ist ja auch schon Game Over gegangen. Ah, fuck! Wow, der Boss ist ja brutal jetzt gerade. Ich muss echt mal mehr ausweichen. Ja, warte, ich rede darüber, wie brutal der Boss hier ist, wie ich gerade kämpfe. So, zack, bam, boom, motherfucker. Boah, okay. Der Boss ist ja irgendwie, also, warte, irgendwie muss er jetzt noch was kommen bei dem Boss, 16, weil... Das ist total krass. Es ist echt einfach, Alter. Ich fange jetzt wieder von vorne an. Ich stehe die ganze Zeit auf der Stelle und die Bienen kommen spawnen genau da, wo meine Options sind. Oh. So. Oh, kacke. Der geht jetzt aber auf. Der okay. Rastet aber aus, du. Viertes Level. Oh, shit.
glaube, ich bin echt Game Over gegangen. Nee, noch nicht ganz. Wo wechsle ich eigentlich meinen Schussmodus? Guck mal, ich habe die ganze Zeit da. Ja, meinst du, was dein Special ist? Machen, das geht mit den Schultertasten. Kannst du zwischen Alter, Blitz, Stern und Drache hin und her schalten. Was denn? So, so Stage 4. Irgendwie macht mich das Spiel ganz schön fröhlich. Interessant hier. Ich hab einen ganzen Haufen kleiner Eidechsen befreit. Shit, ich brauch dringend Waffen-Upgrades. Wow. Wow, bin ich schwach. Leck mich am Arsch, ich mach gar keinen Schaden. Oh oh. Letztes Credit. Und dabei okay, sind es noch 15 Minuten. Eigentlich ist es gut, dass ich als erstes gestorben bin, weil dann kann ich noch 15 quasi Minuten, als schnellstes wieder am weitesten kommen. Eigentlich ja, ne? Was? Wieso? Ja, weil wenn wir jetzt über die Hälfte sind, weißt du? So. Ah, fuck. Jetzt hab ich zum Beispiel das erste... Boah, ich bin jetzt gleich oben, das ist jetzt meine geheime Strategie. Das ist viel, du weißt schon, dass wir auch noch aufnehmen, ne? Ja, klar. Das hört man doch jetzt auch alles. Ich muss sagen, also, wenn er jetzt gerade schneidet. Es gibt echt wenig Gegnertypen, also bisher waren in allen Leveln eigentlich dieselben. Warum? Also im vierten Level kommen halt noch Bogenschützen dazu. Ach fuck, jetzt hat mich dieselbe Laserbrust von ihnen wieder erwischt. Ich hab immer von meinem letzten. So, jetzt geht's von vorne los. Game over! Denkt man, ich hätte daraus gelernt und dann... Niemals. Niemals. Weil die Sache ist, wenn Bartow jetzt nämlich gleich verkackt nächster Boss. Und Game Over geht, dann muss auch von vorne anfangen. What? Aber dann bin ich schon... Wow! Und wow! Wir wissen jetzt, dass es die Hälfte des Spiels ist. Game Over. Also, dass wir die 15 Minuten waren. Ja, du kennst Bartow, okay, stimmt. Einfach sagen, nö, das zählt nicht und... Das wäre natürlich fiese. Dom gerade nicht. Dom ist aber auf jeden Fall im Gespräch drin. Ja, oh Gott, ich bin im Gespräch drin. Ich höre alles, was ihr sagt. Sie rufen mich gerade an. Sehr schön. Ja. Ganz geile Idee. Boah, ihr seid doch Vollidioten. Mein Gott, ich kann das nicht mal annehmen. Sie bescheuert oder was? Ja, jetzt seht ihr bei Flo im Bildschirm den Skype Anruf annehmen. Ärgerlich. Shit. Boah, ihr seid so Vollhorste. Alter, was glauben die? Immer das. Sag dir nochmal, dass ich dich annehmen kann! Ich hab mich das ganze Spiel nicht aufgeregt! Oh mein Gott! Ich hab keinen Drachen. Das ist gerade von der langweiligsten zur witzigsten Nerds-Folge geworden. Ich hab dich gerade die ganze Zeit! Ist das schön alles? Ist das alles schön? Es liegt doch mal auf Twitter! Ist das denn für ein Wieso? Kack da. Ah, die Bubble ist ein Schild, okay. Ah, ist das schön. Das lächerlichste ever, ey. Wie soll ich denn antworten? Die anderen nicht hören. Ich hab ihm vorher noch gesagt, oh, ich sehe den Controller nicht, die Maus nicht, wenn ich in... Ja, und Bartow schlägt sich gerade darüber auf, wie nervig es ist, dass... Danach bist du Game Over gegangen, danach bin ich Game Over gegangen. Ja, das ist schlimm. Wäre halt interessant zu wissen, wie es mit Dommer aussieht. Frag mal, ich brauch schon wieder Tea-Time. Weil er ja eh Dommer geht doch nie Game Over. Ich glaube ja, Dom ist bestimmt inzwischen Level 500. Und jetzt reden sie darüber, ob ich schon Game Over gegangen bin. Sie kennen nämlich meinen finsteren Plan nicht. Schmaps sind jetzt nicht unbedingt sein Ding. Ist das schön. Hast du das erste Level schon durch? Ja, ja, ich bin gerade durchs erste Level gekommen. Nice, ich bin gerade bei dem Clown-Boss. Oh, verdammt, aber Ben ist vor mir. Er ist schon Game Over gegangen, er ist vor mir. Kann ich irgendwie anders annehmen? Ja! Ich glaub nicht. So, wir haben noch 12 Minuten und Alt und Tab? Irgendwas mit 30. Ich hab noch 12 Minuten. So, jetzt seht ihr bei Flo noch ein bisschen Bildschirm und so, ne? Coole Sache das. Ja? Hallo? Ey, seid doch voll! Ihr seid auch voll Spasten, oder? Was? Ich hab die ganze Zeit die fucking... Oh, die rufen an im Screen jetzt. Jetzt musst du aus dem Spiel komplett rausgehen und so. Ey, Mann! Da sind sie wieder. Und ich hab euch die ganze Zeit gehört. Und ihr kennt meinen finsteren Plan nicht und ich werde euch nicht sagen, wo ich gerade bin. Ich weiß, wo ich... Mir hat er ja auch erzählt. Bist du schon Game Over gegangen, Domme, eigentlich? Wir sind alle schon Game Over gegangen. Okay. Sind wir nicht alle ein wenig Game Over? Wo seid ihr denn? Ach, fuck die Scheiße doch! Also, wir hatten anscheinend mehr Spaß auf unserer Seite der Leitung. Wir hatten einen riesigen Haufen Spaß, weil ich habe die ganze Zeit kommentiert, was ihr sagt, weil ich bloß nicht hören konnte. Ich konnte es nicht hören, aber Domme halt. Okay. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, wir hören die Jungs wieder, wir sind alle wieder in einem Gespräch. Ihr seid doch blöde Wichser. Alter, ich hab geschrien, dass ihr mich angerufen habt. Die Leute haben es gesehen. Ja, wahrscheinlich. Man hat es auf dem Bildschirm gesehen. Ist doch richtig so. Ey. Bin ja, auch ja, toll, danke. Yes. Das ist Unfairness ist das. Ach komm. Hurerei. Ja, nicht ach komm. Stell dich nicht so an. Wo seid ihr? Ich glaube, ich bin in Level 2. Ja, genau, zweites Level. Ich bin jetzt beim ersten Boss, zweites Level. Wo bist du denn, Flo? Oder? Ist es der erste Boss? Ich bin Kürbis. Erster Boss, erstes Level. Erster richtiger Boss, erstes Level. Ich bin bei diesem komischen. Meinst du der Boss vom ersten Level? Ja, der Boss vom ersten Level. Ich bin bei den grünen Dingen. Ich bin bei dem Seed-Typ.
Ich bin bei dem grünen Ding im, im Schloss. Was? Nein, ja. Du Hure! Du bist so weit. Ja, wir haben, während ihr nicht zuhören konntet, haben wir einen finsteren Plan ausgearbeitet, um euch auszustechen. Dominik hat mich versucht. Ey, der Wäre? Das ist so finster und böse und gemein, ey. Tea Time! Erstes Level durch. Oh fuck, jetzt sind die anders. Oha! Ah, fuck! Oh, man kann nicht mehr als drei Feen haben. Oh fuck, die Henne! Okay. Scheiß die Wand an! Verfickte Kacke! Du stirbst doch. Na. Besiegt! Was? Das ist doch alles doof. Also wie weit seid ihr beiden jetzt? Seid ihr jetzt im zweiten Level, seid ihr im dritten Level? Ich weiß nicht, wo das ist. Ach, wo wir sind, du... Ganz also ich bin jetzt quasi bei dem Boss gewesen, der nach dem Schneemann kommt, glaube ich. Dann bist du drittes Level. Wenn du den Schneemann gekillt hast, bist du drittes Level. Ja gut, okay. Oh, jetzt bin ich zweites Level. Oh Gott, ich hasse Sachen, wo... Oh. Okay, ich bin... Okay, ein Credit habe ich noch. Ich bin so OP. Sag mal, das lief eigentlich alles viel besser, bevor die Leute hier angerufen haben, ne? Dumme? Ja, wir machen unser eigenes Versus. Ja, ohne die. Süß. Wir nennen das Blöd Bro. Süß Brawl. Nennt er das. Süß nennt er das, hast du es gehört? Ja, ich hab's gehört. Ich hab die auch im Skype. Er nennt die das. Die Süßen. Süß Bros. Bros versus. Nein. Blöd Bros versus gibt's schon längst. Was? Ja, da folgt uns wohl nicht richtig. Ja, hört wohl nicht jemand richtig nicht. Zu. Ich meine, was? Aha. Aha. Ey, hier wieso sind echt so viele Feen. Das ist schlimm. Ich hab nur eine. Wieso habt ihr alle so viele? Ja, weil du nicht so gut im Feen retten bist. Nee, ich meine die gegnerischen Feen. Ach so. Ach, ja, wen interessieren schon die gegnerischen Feen? Kleinen Schlamm. Oh, der Tod. So, ich bin bei dem, oh, ich bin gerade gestorben, weil ich zu weit links geflogen bin. Ui. Was? Wie das denn? Ja, keine Ahnung. Ah, das ist so schön. Bei der Pflanze kann man einfach stehen bleiben und schießen. Yep, habe ich auch gemacht. Mit der richtigen Feenkonstellation. Damals so. 8 Minuten irgendwas. 8 Minuten 45 oder sowas. Gerade. Wie spät? Wie lang? 8:45 oder so, 8:30, irgendwie so die Richtung. Ich habe den Drachen nicht mehr. Drache? Achso, Drache, okay. Oder habe ich die noch? Oh! Da-da-dum-dum-da-dum. Das Leben ist schön! Warum hast du ein Schild? Weil ich eine andere Konfiguration habe. Oh, das ist ja krass. Ja, Schild ist eine ganz gute Idee, habe ich jetzt auch genommen. Nee. Naja, es geht. Ich finde das Schild scheiße. Ich finde Ben scheiße. Ben, du fandest auch das Spiel, das wir vorhin gespielt haben, scheiße. Das war ja auch kacke. Ey, fuck Alter, die Kacke, ich, Mann! Alter, warum habe ich vier diese Leben? Blöde, diese Kacke hier. Wer hat sich das wieder ausgedacht? Das ist noch. Hä? Wir spielen auf normal, Ben. Reg dich ab. Das ist voll easy. Du wolltest auf Manic spielen. Das war die FDP. Wir hätten eigentlich echt auf Hard spielen müssen. Das war die FDP? Das ist viel zu einfach. Ja, die FDP, die Olle. Die FDP. Komm, ich will noch mehr. Ey, jetzt hör auf, deine Keule so zu schwingen. Schwing deine Keule, Ben. Ey, du Fucker, Mann. Ah. Hey, Onkel Ficker! Ja, nimm Fick das in meinen Stuhl. So, Schneemann? Ne, noch nicht. Erstmal noch. Ey, fast hätte er mich wieder... Dieser. Komm, ich will Schneemann! Ja, dass du koksen möchtest, ist mir klar. Nein, nicht. Da ist kein Komma! Ich will Schneemann. Heißt, dass ich noch einen Besen hab, dass ich noch einen Besen hab, oder dass das mein letzter Besen ist? Das weiß ich nicht. Nee, wenn da eins steht, hast du noch eins. Der lässt mich nicht aus der Ecke raus! Das erinnert mich fast an Fist of the North Star. Ah, fuck it. Fist of wessen? Wer wird gefistet? Ach, scheiße. Fistet den North Star? Game over! So, das Schneemann, stirb, du Hure! Stirb, du Hure! Hab ich das richtig verstanden? Ja! Schneemann ist tot! Was? Du hast gerade den Schneemann? Sie haben Berior geschrieben. Ich hab den Schneemann gefüttert. I have a Berior! Und Twinkelstar mit C! Ah, süß. So viel Zeit. Oh, ich habe ja keine Magie. Was schreit die eigentlich, wenn man den weißen Tee aufsammelt? Ich glaube, es gibt einfach mehr Punkte. Nicht zu. Ach so, was sie schreit. Ja. Ich glaube, es gibt einfach nur Punkte. Weil für mich hört sich das an wie Agatha! Ich werd high! Die süßen Robbenbabys im Dostazo. So, Total Bonus ist mir egal.
So, ist das jetzt Stage 4? Ich glaube, ich bin Stage 4. Nee, Stage 3. Okay, ich bin im Schloss. Ich bin Game Over, das gibt's doch nicht. Yay, Ben wird letzter. Nö, und Flo auch. Letzte. Das ist ja so untypisch. Ist ja voll die Abwechslung. Sagt der Richtige, der letztes Mal letzter geworden ist. Dum-dum. Ich bin wieder in Stage 1. Das ist schade, Ben. Aber Stage 1 ist schön. Er lügt, Bartosz freut sich. Ich glaube auch. Ich habe seine Lüge durchschaut. Du kannst die Lüge doch gar nicht vertragen. Wie oder was oder wer? Genau das. Wer, was, wie, wann, warum? So, jetzt warum drücke ich eigentlich die ganze Zeit die Scheiß-Taste? Keine Ahnung. Man kann auch gedrückt halten. Ist dir jetzt aufgefallen, dass man gedrückt halten kann? Was, hast du die ganze Zeit gedrückt? Nein! Ich drücke eigentlich, normalerweise habe ich sie auch gedrückt, aber jetzt gerade habe ich die ganze Zeit. Ja, also man dann. Jetzt habe ich gerade gedrückt, normalerweise halte ich sie gedrückt. So. So, Handmann. Kommt jetzt der Handmann? Ja, jetzt kommt der Handmann. Mama, der Mann mit der. Nein! Ich weiß, der holt hier gerade einen runter. Uterusmann. Oh, ich dachte gerade, was ist dieses Uterusmann? Das ist gerade Uterusmann ist das beste Spiel des nächsten Jahres, offensichtlich. What the fuck? So, Handmann ist tot. Fall. Schon wieder nur zwei Options. Domme weiß, was gut ist. Domme, also ich lege große, viel Geld darauf. Uterusmann kann... Kann, was keiner kann? Was nicht viele können. Kann alles, was ein Spinnenmann kann. Obwohl ich sagen muss, dass Uterusmanns... Habt ihr gehört, sie machen einen Film über Tante May von Spider-Man. Geil. Was? Mit, in ihrer Zeit, als sie Spionin war. Was, jetzt im Ernst? Du laberst keinen Scheiß? Ja, das ist klar. Ah nein! Ja, ich hab Leben bekommen! Auf, hast jetzt mich wieder erwischt. So, vier Minuten ungefähr noch. Wer ist wo? Leben gefunden. Uterusmann kann... Ich bin also, Level 2. Sexistisch. Uterusmann kann seine Gegner in Frauen verwandeln. Okay. Weil die schwächer sind. Und er ist doch auf einem Binden-Skateboard oder so unterwegs. Ich bin beim Pumpkin. Du bist beim Pumpkin, okay. Domme, wo bist du? Ja, ich kann's jetzt sagen, ich bin jetzt bei Level 4. Du bist jetzt bei Level 4? Okay, dann bist du ein Level vor mir. Oh nee, ich hab schon wieder... Oh Gott, nein, das dauert jetzt wieder ewig. 3 Minuten... Ey, Pumpkin-Mann kannst du ungefähr? Mit einem Feuerblitz kaputt machen. Was? Der Pumpkin ist super easy. Doch, du kannst die ganze Zeit wechseln zwischen der Magie. Doch, du hast den nicht. Ach so. Nee, ich hab ja, das ist natürlich kacke für dich jetzt. Ey, ich hab ein extra Leben gefunden. Cool. Hab ich auch. Das ist uns allen schon passiert, Ben. Du bist nicht so besonders, das wie du denkst. Das ist gerade das erste Mal passiert mir. Ben, du brauchst dich hier gar nicht für Special zu halten, ja? Ernsthaft. Ey, fuck die Scheiße! Nur weil du Special Needs hast, ey! Besiegt. Oh mein Gott. Wie viel Zeit? Ich muss wenigstens noch einen holen, das kann ja nicht angehen. Noch 3 Minuten? 3 Minuten, genau 3 Minuten ungefähr. Genau 3 Minuten ungefähr. Ich jetzt ernsthaft mal? Ich glaube, sie sagt einfach nur Atscha. Weil es T ist? Ja. Achso. Ja, gut, machst du, ne? Oh, Schacke, Kacke. Schacke? Kacke wollte ich sagen, aber ich wollte Scheiße sagen, aber wenn ich Kacke sagen, das ist Schacke draus geworden. Schacke, du schaffst Kacke es. Draus geworden. Was ist eigentlich in den Tasten, wo kein. Stage 2. So, bam! Stage 4. Interessiert niemanden, Bartosz. Ah, passt schon. Stage 4, yeah. Alter, ist mein XP-Balken lang. Oh, das ist der Gegner aus Kirby. Hat die kleine Fee eigentlich ein Handtuch auf dem Kopf? Ich glaube ja. Oder ein wenig Creme. Nein, das ist kein Sperma. Nee, ich dachte, ach du perverses Schwein. Ich doch nicht. So, komm, Stage 4, komm, ich hab keine Zeit für sowas. Bonus-Score ist mir egal. Was ein Eichhörnchen, oh mein Gott! Süß. Du fängst hier an mit Sperma. Was? Du hast gerade Sperma gesagt, nicht ich. Yeah, 3 Familie. Jetzt versuchst du hier raus zu... So, Wald. Waldregion, weil Wald ist geil. Options, oder? Ja. Ja, Gott. Kacke. Irgendwann werden unsere YouTube-Videos indiziert und dann bist du schuld. Indiziert? Alter. Was glaubst du, was wir hier für eine Sendung machen? Wikiroad gucken. Dann kommt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende YouTube-Videos. Und dann geht's hier ab. Gronkh PJM oder was? Dann treten die Tür ein.
geschlagen haben, deine Festplatten. Genau, weil YouTube ist auf meinen Festplatten. Ich habe immer noch den Schild, den ich beim Kampf gegen den Pumpkin-Typen benutzt habe. Das wissen ja, Death geht, glaube ich, auch nicht weg, solange du nicht getroffen wirst. Das hatte ich jetzt auch. Ist eigentlich ganz cool. Und Ben, Flo, wo bist du eigentlich? Ich habe gerade den Seed habe ich gerade besiegt. 44, kann es sein, dass du schneller bist als ich? Du warst sogar noch hinter mir. Weil du langsamer bei den Bossen bist. Richtig. Ich habe einfach meine Spezialfähigkeiten benutzt. Was? Ich habe meine Spezialfähigkeiten bei den Bossen benutzt, um dich einzuholen. Ach so, ja, clever. Ich bin halt eher gemütlich und ich habe auch nur die Blase als Spezialfähigkeit gerade. Scheiß Baumarschloch. Ja, Bäume. Gott, der braucht viel zu lange zum Sterben. Wow! Wieso schießt du mit deiner Nase? Und wieso kommt da jetzt ein fucking Eichhörnchen raus? Weil süß. Das Eichhörnchen cool ist. Eichhörnchen generell sind immer cool. Und Eichhörnchen sind so cool. Ende, Start drücken. Okay. Pause. Zählt nicht! Pause, stopp, Ende, Schluss, aus, Ende. So, Kinder, wo seid ihr? Ich bin schon nach dem Baum. Du bist nach dem Baum? Ich bin vor Ben. Ich bin bei diesen komischen Säulen nach dem Seed. Du hast den Seed gekillt? Was? Die Säulen nach dem Seed? Ihr habt beide den Seed gekillt. Pink, blau ist hier alles. Ein bisschen blöd, ich fliege gerade so eine Treppe hoch. Du sollst Start drücken. Ja, ich auch. Ja. Das ist jetzt kacke. Natürlich. Ja, dann mach doch mal beide auf 3 weiter. Nee. Oh, okay, wer zuerst stirbt? Nee. Bartosch, du zählst ab 3, 2, 1 los. Seid und dann gucken wir, wo als nächstes der Boss kommt. Okay. Ben? Aber ich werde ja beim Video sehen, wer zuerst den Boss gekillt hat. Ja, okay. Hallo? Das sehen jetzt auch die Leute draußen. Ja, okay. Ja, die sehen das ja jetzt. Deswegen, also wir sind ja nicht blind, das ist ja eine visuelle Show. Deswegen seht ihr jetzt auch gerade, wer letzter geworden ist und wer vorletzter geworden ist. Ich hab da noch gar nichts. Was? Warum sagt. Dann kann ich jetzt weitermachen, ja? Nee. Achso. Nee, ich spiel nur weiter, weil ich jetzt immer. Achso. Okay. Also, ihr könnt von mir jetzt weiterspielen. Wir wissen jetzt nicht, wer letzter geworden ist und vorletzter, aber Domme ist erster, der hat nämlich den Baum besiegt. Ich bin zweiter. Und einer von den beiden Jungs ist dritter, vierter, ihr seht es gerade. Ich glaube, ich werde dieses Spiel auch noch später ein Ründchen zocken. War das jetzt nicht die letzte Folge der Staffel? Nee, die vorletzte. Nee, das ist die vorletzte. Die nächste Folge ist dann das Ende der zweiten Saison. Und dann geht's ganz hart ans Eingemachte mit Saison 3. Fickt euch alle und bis dann. Tschüss, das ist ein Lolita-Mädchen. Wusch. Hey Roadies, danke fürs Zuhören. Schaut doch auch mal in eine unserer anderen Shows rein. Da hätten wir den Sonnenbonbon-Podcast, wo wir uns mittlerweile über so großartige Themen wie Final Fantasy, Resident Evil oder ganz neu The Legend of Zelda unterhalten haben. Und unseren zweiten Podcast, den Indie-Bonbon-Podcast, wo Domme und 3 Gäste insgesamt 4 Indie-Spiele vorstellen und euch sagen, ob diese kaufenswert sind oder nicht. Darüber hinaus freuen wir uns immer über Abos unseres YouTube-Kanals, über Likes auf Facebook und Follower auf Twitter. Und falls ihr Lust habt, uns ein bisschen zu unterstützen, könnt ihr das hier über den Patreon-Link tun. Falls ihr selber nicht könnt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diese Aktion an eure Freunde und Verwandten weitergebt. Schon mal danke und bis zum nächsten Mal.